dachte mir, wir spielen heute wieder das Charlie-Charlie-Ritual und ich hoffe nicht, dass ich das irgendwie bereuen werde. Charlie-Charlie, ist etwas vor meiner Tür? Als nächstes werde ich fragen, ob jemand davor ist. Ja. Es klingelt schon wieder. Was ist das? Da muss etwas vor meiner Tür sein. Etwas, was Mario will. Was könnte das sein? Die Badekugel war es nicht, Leute. Und da sind so gruselige Sachen passiert. Jetzt das? Was könnte das sein? Ich weiß nicht, ob ich gucken soll. Ich habe Angst zu gucken. Soll ich wirklich schauen? Soll ich mich das einfach trauen? Aber es hat aufgehört zu klingeln. Ich höre nichts mehr. Was ist da vor der Tür? Was wartet da auf mich? Okay, Leute, wisst ihr was? Wir schauen jetzt einfach mal. Egal. Ich hoffe, da ist nichts Gruseliges. Ich habe Angst. 1, 2, 3. Hä? Leute, seht ihr das? Hier liegen einfach mal 4 Happy Meals. Das sind Mario Happy Meals. Wer hat die hier hingelegt? Sind die wirklich für mich? So spät arbeitet kein Lieferservice von McDonald's. Und Mario Zufall? Ich glaube nicht. Das muss für mich sein. Aber wer hat das hier hingelegt, Mann? Und was ist da drin? 4 Stück? Leute, ich bin jetzt wieder hier oben. Ich habe die Happy Meals mit reingenommen. Aber warum lagen die vor der Tür? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Happy Meals? Und 2 davon sehen aus wie Mario, 2 normal. Ich habe sie jetzt hier oben auf den Tisch getan, weil ich denke mal, ihr wollt bestimmt, dass ich sie öffne, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was ist da drin? Was will Mario? Also wenn ich die jetzt gleich öffne, okay, dann müsst ihr mir helfen, Leute. Wenn die nicht ganz normal sein sollten, ich gehe mal nicht davon aus, weil, ja, die fühlten sich irgendwie seltsam an, als ich die hochgenommen habe. Das eine schwerer als das andere. Das kann nicht normal sein, Leute. 2 sehen auch aus wie Mario und die anderen beiden normal. Also, ja, ihr müsst mir unbedingt helfen, Leute. Wenn euch irgendwie was einfällt oder ihr irgendeine Idee habt, dann schreibt sie unbedingt unten rein, Leute. Ich brauche Team Becky dafür, nur wir zusammen schaffen das, okay? Ich werde jetzt einfach, glaube ich, mit Mario Happy Meal anfangen und dann schauen wir einfach mal weiter. Vielleicht immer abwechselnd. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich stelle mal eben meine Kamera auf und dann öffnen wir das einfach mal. Was könnte da drin sein? Hier ist auch noch Peach drauf, Toad, Luigi, Bowser. Luigi hat Angst vor Bowser auf dem Bild hier. Ja, ich hoffe für mich, dass es einfach nur normal ist. Ih, es klebt. Warum klebt das? Klingt ja schon mal super an. Okay, 1, 2, 3. Oh mein, Leute, das ist kein Mario Happy Meal, das ist, ich glaube, ein Luigi Happy Meal. Wie liegt der denn hier drin? Ih! Mit roten und grünen Gummibändern? What the heck? Moment, wir tüdeln den Arm mal. Sieht der normal aus? Ja. Sollte man den aufschneiden? Ich weiß nicht, warum ist so eine Puppe hier drin? Er sieht ganz normal aus. Cute und lustig, wie man ihn kennt. Leute, das ist doch nicht das, was ich denke. Gott, was ist das denn? Hier ist ein Handschuh drin. Aber da schimmert irgendwas Rotes durch. Das habe ich vorhin gesehen. So Flecken drauf. Das sind Handschuhe von Mario und Luigi, oder? Da sind diese Streifen drauf. Aber Leute, was ist das rote Zeug? Was soll das bedeuten? Okay, das ist gruselig. Das ist richtig gruselig. Was ist das hier? Hier liegt irgendwie so Zeug drin. Also ein normales Happy Meal ist es nicht. Hier ist eine Münze von Mario drin. Könnt ihr das sehen? Hier. So eine Münze. Die ist richtig schwer. Ih, was ist das denn? Da sind irgendwie so Fliegen drin und... Was ist das? Maden? Alter, wer tut sowas da rein? Wozu? Das kann man so drücken und... Bah! Was ist das denn hier? Ein Hosenträger? Ein blauer Hosenträger. Einfach mal random in einem Happy Meal. Zähne? Gruselige Zähne, Leute! Wenn da so random Zähne drin sind, voll eklig. Dann haben wir hier noch so ein... Da ist ein Schnurrbart? Doch, ja. Ein Schnurrbart ist hier drin von Luigi. Warum sind solche Sachen da drin? Aber ist noch nicht alles. Moment. Wir haben hier auch noch eine Luigi-Figur. Das wirkt jetzt irgendwie wieder normal. Warte, wir haben hier einen gelben Knopf. Von der Latzhose, Leute. No way. Warte, da ist noch ein zweiter. Warte. Hier. Noch ein zweiter gelber Knopf. Und wir haben hier irgendwie Bonbons. Was, das sind Mario-Bonbons? Ein Pilz, eine Blume
Und Schrauben und Dübel, hä? Auf einmal hole ich hier noch so einen Dübel raus. Moment, ich zeige euch das mal gleich alles. Ich hole eben alles hier raus und dann zeige ich euch das mal genauer. Und das war gerade mal erst das erste Happy Meal. Okay, Leute, das war jetzt drin. 4 solcher Bonbons, dann Schrauben, ein Dübel, 2 Knöpfe, ein Schnurrbart, Luigi, der Handschuh, der verdammt gruselig aussieht und nicht normal. Dann noch, ja, diese Schlange hier, dieser Wurm, keine Ahnung, mit so Ekelzeug drin. Eine Münze, dieser Luigi hier, der normal aussieht, Hosenträger und diese ekligen Zähne hier. Ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe und lasst mal unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei 14.000 Daumen nach oben stelle ich hier Kameras auf. Dann weiß ich Bescheid, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich das machen. Vielleicht auch vor der Tür und so. Weil ich meine, irgendjemand muss das ja da hinstellen. Sieht ja noch normal aus, aber schauen wir da mal rein, ob das tatsächlich auch normal ist. Okay, ich bin so gespannt. 1, 2, 3. Leute. Nuggets. Ein Herzluftballon in Pink. No way. Leute, ich glaube, das ist ein Peach Happy Meal. Hier sind Pilze drin. 4 Pilze. 4 Champignons. Wegen Mushroom Kingdom oder so? Oh mein Gott, der rollt schon raus. Alter, als ob ich jetzt hier einfach in so einen Pilz beiße. Wären mir die Nuggets doch lieber gewesen. Ist da vielleicht irgendwas drin, was Mario will? Ich meine, das könnte ja sein. Weil, ich meine, er mag ja Peach und so. Wir haben hier Handschuhe. Oh mein Gott, da ist schon wieder das rote Zeug dran. Was ist das? Also das sieht so eklig aus. Und hier ist Peach drin. Okay, die sieht ja eigentlich ganz süß aus. Aber ja, muss ich die aufschneiden, Leute? Lasst mal jetzt unten in den Kommentaren ein Scheren-Emoji da, wenn ihr der Meinung seid, ich muss die aufschneiden. Aber hier sind Handschuhe von Peach drin. Sie trägt ja solche. Und da ist einfach mal rotes Zeug dran. Was ist los? Das war bei Luigi so, das ist jetzt bei Peach so. Muss ich mir Sorgen machen? Hier, was ist das denn? Moment. Erstmal, wir haben hier noch eine Peach-Figur. Die sieht wieder so aus, als würde sie ja von so einem Happy Meal sein, einfach. Aber Leute, was ich gerade gesehen habe, das sind Peaches Haare. Die sind gelb. Und die waren einfach mal in so einer Pommes-Tüte. Alter, was soll ich mit ihren Haaren? Das ist eine mega Strähne. Müsst ihr euch mal vorstellen, die würde bei euch einfach mal abgeschnitten werden. Also ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Was ist das denn hier? Seifenblasen mit einem Herz. Oh, wow. Es funktioniert. Okay, da ist nichts anderes drin. Da ist wirklich Seifenblasenflüssigkeit drin. Aber benutzt man die nicht eigentlich für Hochzeiten? Und, was ist das denn? Bonbons? Riecht nach Erdbeere. Ich hätte jetzt eher gedacht, riecht nach Peach, aber nein, riecht nach Erdbeere. Und, ihr Leute, hier sind 2 blaue Augen. Nächstes Mario Happy Meal jetzt. So sieht es aus. Ihr seht hier es auch nochmal. Und das öffnen wir jetzt. Was ist das denn jetzt hier? Was steht da? Danger Keep Out. Das ist ein Flatterband. Und das war hier gerade um den Stern gewickelt. Warte, da ist irgendwas drin. Leute, ich glaube, das ist das Mario Happy Meal. Hier ist nämlich so eine Mario-Münze. Die sieht aber ein bisschen hochwertiger aus als die andere Münze. Das muss das Mario-Happy Meal sein. Moment, ich sehe hier schon gruselige Sachen, Leute. Aber machen wir mal weiter mit dem nicht gruseligeren. Und hier ist wieder ein Stern drin. Das ist ein Zeichen, oder? Kann das sein? Hier ist eine Pinzette drin. Keine Ahnung. Voll weird. Aber was jetzt gruselig ist, ist das hier. Ein Nagel mit diesem ekligen Verband da dran. Was macht das da drin? Hier schon wieder so ein Bonbon. Eine Münze. Sehr komisch. Statt Pommes haben wir Spaghetti bekommen. Hier sind einfach mal Spaghetti drin, Leute. Okay. Ist das Marios Lieblingsessen? Warte, hier sind noch mehr Bonbons. Wieder ein Stern. Noch ein Stern. Und noch einer. Hier sind so viele Sterne drin. Hier sind Handschuhe. 2 Stück diesmal. Und die sehen normal aus. Warte, hier ist auch wieder ein Schnurrbart drin. Wie von Mario, Leute. Yay! Ich kann Mario sein. Ih, warte, hier liegen Pommes drin. Die sehen ein bisschen vertrocknet aus. Ew. Warte, hier ist auch noch wieder die gelben Knöpfe.
Da, zwei Stück und eine Mario-Figur. Also es ist definitiv Marios Happy Meal. Aber Leute, was hat das alles zu bedeuten? Hier schon wieder so ein blaues Auge. Und was liegt da noch drin? Irgendwie so vertrocknete Pommes noch. Aber da ist noch was. Was ist das denn? Ach, hier sind solche Question Blocks. Münzen und so eine Röhre. Mehr ist da nicht drin gewesen. Jetzt sind da noch ein paar Pommes, aber mehr nicht. Irgendwas muss da drin sein. Der ist verdammt schwer. Der fühlt sich ganz anders an als die anderen. Kommen wir jetzt auch schon zum letzten Happy Meal. Fühlte sich aber gerade irgendwie leichter an. Warte, was ist das denn? Direkt was gefunden. Warte, die war doch auch im Film. Was ist das hier? King Boo? Ist das ein Bowser Happy Meal oder was ist das jetzt? Also ich meine, es sieht schon ein bisschen gruselig aus da. Wir haben hier Salat drin. Statt Pommes gibt es Salat, Leute. Ist das Löwenzahn? Was ist das? Jo. Sieht ein bisschen verwelkt aus. Okay, Leute, Chicken Nuggets waren hier noch drin. Aber das sind keine Chicken Nuggets. Das sind Chilischoten. Was mache ich mit Chilischoten? Das sind vier Chilischoten drin statt Nuggets. Eine davon sah irgendwie angebissen aus. Leute, no way. Hätte ich das gerade nicht gesehen? Hier ist einfach mal ein Kaktus drin. Müsst ihr euch mal vorstellen, ich hätte einfach reingegriffen. Wir tun einen Kaktus rein, das ist ein echter Kaktus. Partyschlange in schwarz, okay. Und was ist das denn? Ein Nietenband. Das ist eine Halskette. So stachelig, das könnte echt Bowser sein, Leute. Oh mein Gott. Leute, hier ist ein Bild drin. Das sieht so gruselig aus. What the heck? Da ist doch Toad drauf. Warte, hier ist noch eins. Schaut euch das an. Das war auch noch da drin. What the heck? Hier sind zwei gelbe Augen, die auch so gruselig aussehen. Und ansonsten Wackelaugen und Nieten. Goldene aber diesmal. Solche stacheligen Nieten oder so. Solche Wackelaugen sind da noch drin. Das war jetzt am uneindeutigsten. Hier ist auch keine Puppe drin oder so. Nix davon. Hier seht ihr das, wie spitz das ist. Dann noch diese gruseligen Bilder von Mario. Keine Ahnung, was die da drin zu suchen haben. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was meint ihr, hat das Ganze zu bedeuten. Und ist es eine gute Idee, dass sich Kameras aufstellen? Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt davon wegwerfen soll. Sollte ich alles lieber wegwerfen und das alles einfach ignorieren? Oder doch die Kameras aufstellen?